Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem Tiererklärvideo in Zoo 2 Animal Park. Ja, ich hatte euch ja vor längerer Zeit schon mal gefragt, was für Tiere soll ich euch denn mal vorstellen? Ja, ich bin ja so ein bisschen in der Vorabaufnahme für meine Abwesenheit. Und das Tier mit den meisten Stimmen und das, was ihr euch am meisten gewünscht habt, das sind tatsächlich die Tapire. Fand ich sehr cool. Ich denke, Mensch, mal eine andere Tierart. Also, ja, die doch ein bisschen außergewöhnlich vielleicht auch aussieht, ne? Mal was anderes. Ja. Nun ist es aber so, dass ich ein bisschen Zeitprobleme habe. Das heißt, ich kann das leider nicht so schneiden, wie ich das sonst in diesen Tiererklärvideos gemacht habe. Das heißt, ich werde hier zwischendurch gucken, dass sie mir nicht aus dem Bild rennen. Also entschuldigt bitte, wenn, naja, das im Schnitt vielleicht nicht so schön ist, wie das vorher war. Gut, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal eiskalt los. Die Tapire. Tapire gehören zu den Säugetieren und obwohl man es ihnen nicht ansieht, sind ihre nächsten Verwandte die Pferde und Nashörner. Von den einst vielen Tapirarten gibt es heute nur noch 5. Sie leben schon sehr lange auf unserer Erde, nämlich nachweisbar seit 14 Millionen Jahren. Sie leben heute in den tropischen Wäldern Südamerikas, Mittelamerikas und Südostasiens. Tapire werden 1 bis 2,50 Meter lang und 70 bis 120 Zentimeter hoch. Sie erreichen ein Gewicht von 100 bis 300 Kilo. Also ganz schöne Schwergewichte, huh? Denkt man gar nicht. Ihr auffälligstes Erkennungsmerkmal ist wohl ihr Rüssel. Ja, na, ich würde sagen, ne? Das ist doch ziemlich prägnant. Oh, weia. In ihm sind nämlich Nase und Oberlippe zusammengewachsen. Da sie mit ihm die Nahrung, die aus Blättern, Knospen, Wasserpflanzen und Früchten besteht, besonders gut aufspüren und greifen können. Somit sind Tapire Pflanzenfresser. Na, sieht man auch, ne? Ist ja hier in unseren Trögen auch alles pflanzlich. Ja, wer nun aber denkt, dass sie in Gruppen oder Herden zusammenleben, irrt. Sie sind Einzelgänger und kommen nur zur Paarungszeit zusammen. Ihre Territorien sind dabei zwischen 1 und 8 Quadratkilometern groß. Na, also haben wir hier eigentlich schon gar nicht artgerechte Tierhaltung bei uns im Zoo. Aber na gut, sie sind es ja auch nicht anders gewohnt hier. Ne? Sind ja hier in Gefangenschaft im Endeffekt auch zur Welt gekommen. Also ich hoffe, dass es unseren Tapiren in unseren Zoos wirklich, wirklich gut geht. So, ändern wir mal ein bisschen den Blickwinkel hier, ne? Die nachtaktiven Tiere bekommen meist nur ein Jungtier. Selten sind es zwei. Die kleinen Tapire, werden nach 13 bis 14 Monaten Tragzeit geboren und bleiben die erste Lebenswoche in einem geschützten Lager, was sie danach langsam mit ihrer Mutter verlassen. Die Jungtiere haben ein besonderes Fellmuster. Das Fell ist dunkelbraun und wird durch helle Längsstreifen durchzogen. Der Fellwechsel erfolgt dann aber in wenigen Wochen und ist im Alter von etwa einem halben Jahr abgeschlossen. Ey, verkrümelt euch mal nicht in dem Bildrand hier, ja? Wenn das Jungtier circa ein Jahr alt ist, wird es von seiner Mutter vertrieben. Und nach circa 3 Jahren kann das Junge dann selbst Nachwuchs bekommen. Die Lebenserwartung bei Tapiren beträgt circa 30 Jahre. Das Unangenehme, naja, wie immer zum Schluss, nämlich die Feinde der Tapire. Ihre natürlichen Feinde sind Pumas, Tiger, Krokodile und Bären. Allerdings ist, wie so oft, der Mensch die größte Bedrohung für Tapire. Sie werden mancherorts wegen ihres Fleisches und Fells gejagt, aber die Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume ist wohl das weit größere Problem. Ja, ihr Lieben, das waren, ja, würde ich sagen, die
Fakten zu den Tapiren. Ich meine, jede Art hat auch so ein bisschen ein anderes Erscheinungsbild, ne? Die Köpfe, also die Schädel können ein bisschen unterschiedlich aussehen, ja, je nachdem, wo sie denn leben. Was ich noch gelesen habe, ist, dass sie sich ihrer Umgebung anpassen, was zum Beispiel das Trinken angeht, ja. Die trinken wohl sehr, sehr viel. Und naja, ist ja logisch, da wo es trockener ist von ihren Lebensräumen her, da trinken sie richtig viel. Ja, ja, natürlich lecken die auch an Salzsteinen und ja, fügen sich dadurch noch Mineralien hinzu, die ihnen natürlich durch ihre pflanzliche Nahrung vielleicht unter Umständen noch irgendwo fehlen. Ja, kennen wir ja bei Menschen auch, wer jetzt so Vegetarier oder Veganer ist, der ernährt sich ja oft auch zusätzlich. Ja, da gibt es ja diese Nahrungsergänzungsmittel mit den Vitaminen und so. Ich denke, das ist denn hier bei den Tieren auch nicht anders. Die gleichen das dann auch aus, ne? Ja, sehr cool. Haben wir uns die Tapire angeguckt. Ist gar nicht so einfach, wenn die einem hier ständig aus dem Bild laufen. Ich würde sagen, diese Tiererklärvideos halte ich auch sehr, sehr kurz, denn es geht eigentlich auch wirklich nur um die Fakten. Und ja, deshalb komme ich schon zum Ende, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Infos für euch rausgeholt und du bist hier hinten ziemlich einsam, mein Kleiner. So was, trau dich. Guck mal, die anderen sind hier vorne. Dekorieren werde ich das Gehege nicht, weil ich finde, es ist ausreichend dekoriert, ne? Die haben genug Platz, auch noch übrig behalten zum Laufen und Bewegen. Deshalb möchte ich das Gehege ganz gern so lassen, wie es ist. Ja, ihr Lieben, da bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaft schönen Tag und dann freue ich mich, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Jetzt könnt ihr doch noch mal winken. Sagt mal tschüss. Nein. Okay. Tschüss.